Wir haben es gepackt, wir waren bei dem Triathlon dabei und wieso die Experience für uns war, seht ihr in diesem Video. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Jakob und ich, wir haben ein bisschen den Schwanz eingezogen und nur den Fitness-Triathlon gemacht. Einfach weil Jakob und ich die Anmeldefrist verpasst haben. Aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben. Und den Fitness-Triathlon kann man auch genauso ambitioniert machen, natürlich wie die längere Distanz. Es ist auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich muss sagen, der Triathlon war tougher als ich dachte. Insbesondere nachdem klar war, dass wir die Fitness-Distanz machen, hatte ich, glaube ich, ein bisschen mich zu sehr darauf ausgeruht, da ich dachte, es wird schon nicht so schlimm. Das Schwimmen lief super entspannt. Da hat das Training auf jeden Fall sehr viel gebracht. Das Radfahren war ich auch positiv überrascht. Ich bin ja Stadtrad gefahren, du ja Mountainbike. Wir haben trotzdem ordentlich Leute überholt mit Rennrädern, also da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, Micha war eigentlich beim Schwimmen deutlich vor mir und dann hat er sich aber umgezogen und ich bin einfach in der Badehose weitergespeedet und ja. Dadurch waren wir wieder so auf dem gleichen Stand und sind dann halt eigentlich fast die ganze Strecke zusammen Rad gefahren. Da konnte man sich schön gegenseitig motivieren. Das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Aber als es dann ins Laufen ging, hat der Jakob mich eiskalt abgezogen. Da war ich dann schon nach einer Minute oder so ein ganzes Stück hinterm Jakob. Genau, und wie war es für dich so, Moritz? Ich wollte hier natürlich meine Zeit vom letzten Jahr unterbieten und habe das auch knapp geschafft. War ungefähr Perfekt. Eine Minute schneller. Aber es war extrem windig auf der Radstrecke und dann bin ich wirklich beim Laufen. Ich glaube, das war somit physisch der schwerste Moment, den ich bisher in meinem Leben hatte. Oh Gott, das ist unhart. Weil ich wollte einfach nur stehen bleiben nach einem Kilometer laufen, weil ich war so platt und ja, am Ende war ich aber wirklich sehr zufrieden, dass ich mich dann auch durchgebissen habe. Das war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung. Und mir hat es großen Spaß gemacht, wie letztes Jahr auch. Ja. Man muss aber auch sagen, dass dem Moritz auch zwischendurch beim Radfahren die Kette vom Fahrrad geflogen ist. Und er ganz casual sie wieder reingefriemelt hat. Das war natürlich überhaupt nicht casual. Das ist ein Stressmoment. Es war natürlich auch ein Stressmoment. Also, und trotzdem hat Moritz ja seine Zeit vom letzten Jahr geschlagen. Also, ich glaube, du hast auf jeden Fall ordentlich geballert. Wir hatten auch sehr geilen Support auf jeden Fall. Ja, das also Shoutout an die Fans. Da waren tolle Schilder gab's. Ja, auf jeden Fall, genau. So eine Antea und Papa. Ja, auf jeden. Ich würde sagen, da haben wir es eigentlich. Es war auf jeden Fall eine nice Challenge so. Und ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann macht das auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Adios. Aui.